Ja, Freunde, entweder ihr sichert euren Garten da hinten mit so einem Schäferhund ab oder ihr könnt tatsächlich das mit so einer Wildkamera machen. Und die ist jetzt hier von Technax und die ist auch sozusagen als Wildkamera ausgezeichnet. Ich finde die aber für so eine persönliche Überwachung des Gartens oder des Grundstücks eher geeignet. Man hat hier nämlich nur eine Anbindung über das normale 4G-Netz. Das heißt, man kann hier eine SIM-Karte reinmachen. Die fungiert nicht über WLAN. Es ist also zwingend auch eine App erforderlich, damit wir uns tatsächlich dann über ein Netz einwählen können. Ihr müsst darauf achten, dass ihr eine SIM-Karte habt mit monatlichen internetmobilen Daten. Das ist ganz klar. Und da darf auch kein PIN-Code vorhanden sein, damit sich hier diese Kamera automatisch einwählt. Und wir klären jetzt mal auf, was das für ein Sensor ist, was es hier für Funktionen gibt. Denn da gibt es auch eine Gegensprechanlage. Und wie das System im Allgemeinen abschneidet. Ich habe auch ein paar Beispielbilder und was im Lieferumfang enthalten ist für den Preis. Die genaue Bezeichnung ist hier TX189 plus Solarpanel von Technax. Wir haben hier Full HD Videoauflösung. Wir haben einen PIR-Sensor, der auch bis zu 12 Metern erkennt. Wir haben hier insgesamt 18.000 mAh, eine Zwei-Wege-Kommunikation, habe ich schon gesagt. Dann haben wir Nachtsicht und mit so einer schwarzen LED, das geht auch bis zu 15 Meter, also die ist richtig angenehm. Dann haben wir 4G Mobile Network Connection und ja, so ein 100 Grad Sichtbereich. Wir haben praktisch einen Energiesparmodus mit drin und dann können wir noch über eine Micro-SD-Karte bis zu 256 GB diese Aufnahmen sichern. Also tatsächlich, wenn wir hier keinen Netzempfang haben, das kann im Wald auch mal vorkommen. Ein Solarpanel mit 5 Watt ist mit dabei und was nicht mit dabei ist, ist eine Micro-SD. Also die müsst ihr euch besorgen und natürlich auch eine SIM-Karte. Ja, so eine SIM-Nadel hat dem Paket beigelegen. Das ist wichtig, damit ihr die auch wieder rauskriegt. Hier nochmal der grobe Überblick und ich fange mal an mit den Highlights. Also 4G hatte ich ja schon erwähnt, das ist über eine Nano-SIM-Karte. Dann haben wir eine kostenlose Security Premium-App für weltweiten Zugriff. Das gibt es für iOS und auch für Android. Da können wir hier unseren Scan vornehmen. Wir haben bei der Kamera haben wir eine Full-HD-Videoauflösung und zwar 2560 x 1440 mit maximal 15 Frames per Second in Farbe. Also das ist wirklich klasse. Und ja, wir haben eine Bewegungserkennung bis zu 12 Meter mit einer automatischen Aufzeichnung. Wenn ihr bei Amazon schaut und den Preis abfragt, den habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, dann werdet ihr erkennen, da gibt es auch Bewertungen, die sagen, Mensch, das funktioniert nicht, kann ich nicht bestätigen. Wenn man alles richtig eingestellt hat auf dieser Security Premium App und dann funktioniert das auch. Also man bekommt eine Nachricht, es wird aufgezeichnet intern zusätzlich auf der SD-Karte. Das ist also überhaupt kein Problem. Dann haben wir 8x Infrarot-LED mit bis zu 15 Meter Nachtsicht. Das ist wirklich eine klasse Sache, hat bei mir super funktioniert. Und ja, ein autarker Betrieb über die Solarladung ist hier möglich. Ja, vorausgesetzt Sonneneinstrahlung. Da habt ihr hier diesen Rundstecker. Ihr könnt allerdings auch das Akkupack hier über diesen USB-A-Stecker und hier auf diesen Rundstecker aufladen. Den Lieferumfang versuche ich mal in 60 Sekunden durchzumachen. Wir haben die Wildcam TX189, so ist die Bezeichnung. Dann haben wir das Solarpanel eben gerade erklärt. Dann haben wir das USB-Stromkabel, das ist ein Meter. Ja. Und wir haben eine Antenne, die ist hier auch abknickbar. Ja, halt, wenn ich das hier so hochnehme, die könnt ihr in jede Richtung euch drehen und könnt dann die perfekte Position ausrichten. Wenn ihr das irgendwo hängen habt, kontrolliert ihr einfach am Smartphone, ob der Empfang gut ist. Dann haben wir 6 Schrauben und Dübel für die Kamera und das Solarpanel. Ein Päckchen, noch ein Päckchen SIM-Nadel, habe ich ja gerade gesagt. Und dann haben wir so einen Befestigungsgurt, denn wir haben hier auf der Rückseite die Möglichkeit, das auch an einen Baum zu machen, an einen Pfosten oder zur Not unten an ein Stativ. Das ist also die Möglichkeit, die ihr hier habt. Natürlich ist auch eine Betriebsanleitung mit dabei und bei Technax bin ich es gewohnt. Ich habe ja schon mehrere Produkte, dass man hier auch eine deutsche Übersetzung hat. Somit kann hier das jeder lesen, der das auch für den deutschen Markt bestellt hat. Das finde ich wirklich klasse. Hier ist alles erklärt. Nano-SIM-Karte, Reset, Aufladen, die Vorbereitung, eine Kurzanleitung und nochmal die Betriebszeit und die Ladezeit, also alle Spezifikationen. Schauen wir uns mal das Gehäuse im Detail an, was euch hier erwartet. Ja, das Wichtigste ist hier für mich die Kamera.
sogar. Wir haben hier ein 1/3 Zoll CMOS Farbsensor mit 4 Megapixeln. Und ja, wir haben eine Blende von 4,4 mm. Blinkwinkel ist hier horizontal 100 Grad und vertikal 62. Es ist ja Tag und Nacht geeignet und der Infrarotsensor, der schaltet sich automatisch zu. Die Auflösung hatte ich ja schon erwähnt, 2560 x 1440 und flüssig 640 x 360, das ist die Angabe. Das ist natürlich auch immer mal wieder so eine kleine Mogelpackung, ne? Aber ich muss wirklich sagen, auf der App sind die Aufnahmen gut zu erkennen und das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Dann haben wir ein Video-Bildfrequenz-Dateiformat, das heißt 15 Frames die Sekunde und das macht sozusagen in der App die flüssigen Bilder, wenn man das natürlich unendlich vergrößert auf dem Computer, ist das schon stark verpixelt. Hier haben wir die Infraroteinheit und zwar sind das maximal 15 Meter Bewegungssensor PIR. Das ist eine Auslösezeit von 0,4 Sekunden und eine Distanz von 12 Metern im offenen Raum angegeben. Der hat einen Winkel von 120 Grad und was hier toll ist, durch diesen PIR Bewegungserkennungssensor sind das Objekte mit Wärmequelle, also Tiere, Menschen etc. Dann haben wir Mikrofon und Lautsprecher mit 8 Ohm und 2 Watt Leistung. Also da können wir dann auch kommunizieren. Wir haben ein Antennengewinde. Ja, das ist hier oben diese Antenne, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, die kann man verstellen und knicken. Ja, das sind 5 dBi für LTE geeignet. Müsst ihr schauen, ob ihr dann dementsprechend Empfang habt. Und dann haben wir hier unten ein 1/4 Zoll Stativgewinde. Das heißt, ihr könnt entweder eure Halterung nehmen, um das hier, ich glaube, das ist sogar das für Solarpanel. Ich glaube, das hier ist für die Kamera, um das hier dann irgendwo festzumachen. Oder ihr nehmt, wie gesagt, das Band, ja, hier auf der Rückseite, das sind hier diese Aufnahmen und dann habt ihr hier euer Band, das zieht ihr hier hinten durch und dann könnt ihr das an einem Baum ganz sicher und ohne den Baum zu beschädigen dann auch befestigen. Wir haben hier 4 Klammern für die Befestigung, für den Deckel, den machen wir gleich ab. Vorher knicke ich mal kurz die Antenne, wir schauen noch auf die Unterseite, da schließen wir nämlich an dieser Buchse, ja, 5 Volt 2,5 Ampere über USB-A den Strom an, ja. Und über das Solarpanel haben wir 5 Watt. Ja. Eine Ladezeit haben wir hier bis zu 12 Stunden über das USB-Netzteil, ja, USB-A, wenn er da eine Powerbank anklemmt. Und ja, beim Solar ist es wie auch bei allen anderen immer mal so ein bisschen licht- und sonnenabhängig. Also da müsst ihr schauen, wo er das halt installiert. Aber das könnt ihr ja auch dann dementsprechend mit so einem Halter anbringen und dann schauen, dass er es in diese Sonnenzone mit rein winkelt und einfach aufpasst. Ich habe hier auch Lichter, die mit Solar arbeiten. Das funktioniert hier auf dem Grundstück bei mir richtig gut. Wenn wir diese Klammern hier abmachen, können wir, wie gesagt, den Deckel öffnen und das geht immer mal so ein bisschen schwierig. Da muss man einfach ein bisschen wackeln. Hier ist nämlich auch eine Dichtung, aufpassen, dass die dann ordnungsgemäß auch wieder drauf kommt. Die verhindert nämlich, dass euch Kondenswasser hier reinkriecht, ja, beziehungsweise generell auch Regenwasser. Also da müsst ihr darauf achten, dass die immer passt. Und ja, da haben wir hier unten die Batterien. Es gibt auch einen IP-Schutz und zwar ist das 66. Das ist Schutz vor starkem Strahlwasser. Also ihr könnt das auch im Regen draußen lassen, ist überhaupt kein Problem. Hier haben wir die Batterien und ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Das sind 4500 mAh Batterien, solche dicken blauen, ja, und die haben auch dann verschiedene Ladezeiten bzw. verschiedene Entladezeiten. Da kommt es drauf an, was man in der Security Premium App einstellt, da komme ich aber später noch drauf zu sprechen. An der Unterseite haben wir den TF-Karten-Slot. Da ist jetzt eine drin, seht ihr hier. Die muss ich dann gerade reindrücken und dann kann man sie lösen und so geht sie wieder rein. Und das geht bis 256 GB. Eine Dateigröße kann man auch sagen, schwarz-weiß 3 bis 5 Megabyte die Minute. Und man hat somit 32 GB. Bei 4, 5 Tagen kontinuierlicher Aufzeichnung. Also wer hier ganz viel Wildwechsel hat oder auch ganz viel Personen im Garten, da kann man tatsächlich 4 bis 5 Tage aufnehmen. In Farbe sieht das anders aus. Da hat er 5 bis 7 Megabyte die Minute. Und wenn wir dann 32 Gigabyte haben, dann kommen wir so auf 3,5 Tage kontinuierliche Aufzeichnung. Also das ist dann ein bisschen weniger. Wir haben hier den SIM-Karten-Slot.
dort. Und zwar ist das alle Netzdaten, ja, die kann man auf der Produktseite sich hier nochmal anschauen, was da gefordert ist. Und das fungiert über LTE, also da kann man eine Aldi-Talk oder so eine Lidl-Talk mit mobilen Daten reinmachen. Ich glaube 3,99 pro Monat und dann ist das hier safe, also das klappt alles. Dann haben wir hier noch ein Reset und das kann mit der SIM-Nadel gedrückt werden. Die haben wir ja hier im Lieferumfang enthalten und dann setzt man diese komplette Kamera zurück. Hier unten in der Ecke neben dem DC-Eingang haben wir auch noch den Ein- und Ausschalter. Und dann haben wir noch einen QR-Code und der ist für die Verbindung mit der Security Premium App wichtig. Also bevor ihr das komplett fest anbringt, lasst den Deckel ab und verbindet euch mit der App, denn sonst müsst ihr das wieder mühsam rausmachen und das wird benötigt, damit ihr praktisch diese ID abscannt und die App auch weiß, dass das eure Kamera ist. Ich hatte ja gesagt, ich erzähle euch noch ein bisschen was über den Verbrauch. Den habe ich jetzt noch nicht persönlich messen können, aber der Hersteller gibt hier vor, dass die Akkus mindestens 12 Stunden aufgeladen werden sollen vor dem Betrieb. Und wir haben hier einen normalen Modus mit 3 Watt. Das kann man, wie gesagt, einstellen in der App. Und das sind circa 40 Stunden kontinuierliche Aufzeichnung. Da sind die Akkus voll geladen und mit einem Bewegungsauslöser bis zu 21 Tage Betriebszeit. Ja, das ist natürlich auch eine Hausnummer. Im Schlafmodus, Standby, da verbraucht er ca. 0,3 Watt und da haben wir bis zu 21 Tage. Ja, also keine Nutzung, keine Auslöser und die Akkus voll geladen. Das ist natürlich auch was. Da habt ihr ja den ganzen Monat, fast den ganzen Monat, wenn ihr das im Schlafmodus lasst. Das System sollte ja autark sein mit den Batterien, die wir hier drin haben, aufladbar über das Solarpanel. Und da haben wir, wie schon bereits erwähnt, 5 Watt über DC, 5 Volt, 1 Ampere. Das Kabel hier, das sehen wir, das ist circa 3 Meter lang und hat hier diesen Rundstecker. Und beim Solarpanel, das haben wir auch in dieser Tarnoptik, haben wir hier hinten auch wieder den Viertel Zoll Gewinde. Das heißt, für unser System hier der Anbringung oder ihr bastelt euch da was selbst. Ich habe ja gesagt, es sind für alle beiden Anbringungen sind hier Dübel und Schrauben vorhanden, zusätzlich der Gurt. Also da ist für jeden was dabei und es kommt ja auch darauf an, wo ihr diese Kamera installieren möchtet. Wir haben ja hier die kostenlose Technax Security Premium App mit dabei und ihr seht hier meine letzte Stellung und das funktioniert über Android 10.0 oder höher. Das sollte mittlerweile jedes Smartphone zur Verfügung haben, bei iOS 13 oder höher. Die Sprachen gleich vorneweg sind umfangreich und zwar haben wir Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und 7 weitere Sprachen. Da könnt ihr, wie gesagt, auf der Amazon-Verkaufsseite oder bei Technax direkt auf der Homepage, habe ich euch beides unten in der Videobeschreibung verlinkt, nachschauen, ob da die Sprache dabei ist, die ihr benötigt. Die Einrichtung, finde ich, ganz ehrlich, war sehr einfach. Du musst als erstes die SIM-Karte einschieben und da sollte man mindestens ein 500 GB Mobile-Datentarif ohne PIN-Sperre haben. Ja, das ist so die Empfehlung von mir. Eine Micro-SD-Karte einschieben, das muss auch für den Betrieb vorhanden sein und dann muss man die Kamera einschalten. Die App herunterladen ist somit kein Problem über Play Store oder über den Apple Store. Dann muss man sich zwingend mit E-Mail oder Telefonnummer verifizieren und verbinden, auf Plus drücken, personalisieren und dann, wie bereits erwähnt, diesen Code, den ihr im Gehäuse drin habt, den muss man scannen. Die App ist für mich persönlich Plug and Play. Da gehe ich jetzt nicht rein und erzähle euch hier jede Einzelheit, aber ihr könnt hier sehr viel machen. Also, wenn ihr da rumspielt und rumstöbert, das ist alles selbsterklärend. Ihr könnt hier eine Daueraufnahme machen. Ihr könnt hier entscheiden, ob ihr den Ton mit aufnehmen möchtet. Ihr könnt den Erkennungsbereich einstellen. Wir haben ja, wie gesagt, diesen PIR-Sensor. Wir können die Empfindlichkeit einstellen, können dann auch entscheiden, wo wir das hinladen, wo wir das runterladen, können uns das anschauen, können informiert werden, wenn hier eine Bewegung stattgefunden hat. Also ich finde diese App dafür, dass sie gratis ist, finde ich richtig gut. Und ich habe, wie gesagt, auf Amazon die Bewertung gelesen, kann sie nicht wirklich verstehen, denn bei mir hat das alles richtig gut geklappt. Ich habe das hier auf dem Grundstück getestet, bin hinten durchs Gartentor rein und
ruckzuck hat hier eine Alarmmeldung und eine Aufzeichnung stattgefunden. Ja, für wen ist das sozusagen was? Das kann man nicht genau definieren. Ich würde allerdings sagen, als Wildkamera oder zur Überwachung von Haus und Garten geeignet. Als Wildkamera müsst ihr aufpassen, habt ihr genügend Empfang im Wald? Ja, wird hier das Netz über diese Antenne durch die hohen Bäume gestört? Das müsst ihr vorher ausmachen. Und was richtig gut ist für das Zuhause, wir haben ein Mikrofon und einen Lautsprecher für eine Zwei-Wege-Kommunikation mit dem Postboten oder als Warnung, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und sieht, da lungert jeder rum, da kann man einfach mal was sagen. Also die Einrichtung, habe ich ja schon gesagt, ist hier auch nur über iOS und Android-App möglich. Also wenn ihr tatsächlich eine Kamera benötigt und sagt, ich will aber hier mit dieser App nichts zu tun haben, ich möchte das vielleicht über eine SD-Karte hier machen, die Aufzeichnung, dann dürfte diese Kamera nichts für euch sein. Wenn ihr allerdings hier so ein bisschen die Freiheit haben möchtet, auch von der großen Entfernung auf die Videodaten zuzugreifen, dann ist das Technax-System TX189 ja ein richtig gutes System, was ich euch empfehlen kann. Das war's von meiner Seite aus. Ja, ich würde mich freuen, wer das noch nicht gemacht hat, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Aktiviert gerne die Glocke, da verpasst ihr keine weiteren Videos. Das war jetzt mal wieder was im Bereich Sicherheit und Überwachung des Grundstücks. Das kann ja auch für den ein oder anderen Segway Navimo-Besitzer nützlich sein, wenn er zum Beispiel nicht die 4G-Anbindung hat und möchte dann tatsächlich auch so ein bisschen den kleinen Mähroboter hier überwachen. Und ja, oder generell einfach mal schauen, was so auf dem Rasengrundstück los ist. Ja, dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen hoch und ich verlinke euch jetzt in der Ecke noch ein Video zu einer Endoskopkamera und warum man eine haben sollte. Also ich habe sie bis heute sehr oft im Einsatz gehabt. Bis dann, tschüss!